Die Apple-Zahlen waren gut, die Apple-Zahlen waren wieder mal besser als erwartet und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Aber die Frage ist, bringt es etwas? Wir haben gestern schon durchaus Bremsspuren am Markt gesehen, insbesondere in den USA. Der DAX hat ja gestern hausiert und ist nach oben gelaufen, aber in den USA, da war Sand im Getriebe, denn der Biotech-Sektor, der kommt massiv unter Druck, nachdem eine Übernahme nach wie vor abgelehnt wird von Mylan durch Teva. Das ist ein großer Deal, der möglicherweise nicht zustande kommt. Das hat den gesamten Sektor nach unten gezogen. 7% ging es hier im Biotech-Bereich im Vergleich zum Freitag nach unten. Und das hat eben auch den Gesamtmarkt belastet in den USA. Jetzt kamen die Apple-Zahlen, die über der Erwartung waren. Hier starke iPhone-Verkäufe, insbesondere in China. Da scheint sich der Fokus ohnehin hinzuschieben. Wichtig auch, das Unternehmen will weitere 50 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe ausgeben. Die Aktie hat positiv reagiert, 1,5% zugelegt, aber das ist nicht der ganz große Sprung. Möglicherweise ist hier alles schon eingepreist oder ist hier viel einfach schon in den euphorischen Kursen enthalten. Und die Frage ist, kann das so weitergehen? Beim DAX sieht es momentan ein bisschen besser wieder aus. Wir gehen davon aus, dass der DAX zunächst mal ganz ordentlich den Tag beginnen wird, aber es droht das Unheil eben aus den USA. Wenn der Biotech-Sektor schwächelt, ist das meistens kein wirklich gutes Zeichen für den Gesamtmarkt. Schauen wir uns mal an, was die Asiaten gemacht haben. Wir sehen den Nikkei 0,5% im Plus. Wir sehen leichte Verluste in Hongkong und Shanghai nach einer Warnung der Regulierungsbehörde in China, die gesagt hat, diejenigen, die hier neu an den Markt kommen, und das sind ja Millionen, die jeden Monat neue Konten, Trader-Konten eröffnen und hier am Markt handeln, die sind sich offenkundig die Risiken gar nicht bewusst. Das hat so ein bisschen die Partystimmung verdorben. Australien minus 0,39%. Was haben wir heute an Daten auf der Agenda? Da ist zunächst mal gar nichts. Wir haben das GfK-Konsumklimaindex um 8 Uhr aus Deutschland. Wir haben den Case-Shiller-Index um 15 Uhr in den USA. Aber das sind Daten aus der dritten Reihe, die ich Ihnen hier mal einfach ersparen möchte. Nicht ersparen möchte ich Ihnen den Hinweis auf finanzmarktwelt.de. Da bitte mal reinschauen heute. Da finden Sie das Spannende, das Relevante, das Interessante für den heutigen Tag. Schauen wir uns mal jetzt die Märkte an, was sich hier tut, und gucken, ob die Lage sich für den DAX weiter aufhellen kann. Dazu ist aber erforderlich, dass wir über den Widerstand steigen, den wir gestern nochmal bestätigt haben, im Bereich 12.060, 12.050. Das ist jetzt die zentrale Zone, bei der es schwierig wird. Wenn wir drüber gehen, könnte es durchaus nochmal Party-Time geben, dann könnten die Kurse weiter steigen, aber wir sind noch ein bisschen zurückhaltend, was das betrifft, und das hat mit dem Dow zu tun, das hat mit den US-Indizes zu tun. Wir sehen hier diesen Abverkauf gestern Abend, nicht wirklich schön, nicht wirklich bullisch zu werten. Klar, die Sache wurde hier erstmal aufgefangen, aber es ist eben doch ein bisschen Sand im Getriebe. Der DAX wird heute Morgen, heute Vormittag vielleicht sich ein bisschen davon emanzipieren können, aber heute Nachmittag, dann wird es wieder schwierig, zumal die Amerikaner schon ein bisschen nervös sind angesichts der FED-Sitzung jetzt am Mittwoch, und es kommen dann auch am Mittwoch die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt. Also heute ist nochmal praktisch ein Ausruhtag, an dem man seine Nerven nochmal schonen kann. Für den DAX bedeutet das, wir starten um und bei der 12.000 Marke, vielleicht einen Ticken drunter. Also praktisch auf dem Stand, den wir hier sehen, knapp unter 12.000, an 12.000 auf X-DAX-Basis. Schauen wir uns mal den Euro an, der gestern stark zulegen konnte über die 1,09, seitdem aber wieder unter Druck kommt, 1,0872. Gestern diese Rallye von Gold unter hohem Volumen, Silber ebenso, viele Rohstoffe, da ging es scharf nach oben, jetzt ein bisschen Auskonsolidierung, 1.200, aber sieht nicht so schlecht aus für das gelbe Metall. Dann nochmal ein Blick auf das amerikanische Crude Oil, $56.17, hier geht es auch so leicht nach unten, und alle abschließend nochmal ein Blick auf die Apple, wie sie sich gestern gezeigt hat, 132,64 der Schlusskurs, aber wir dürften 1,5% höher sein im Bereich 134, 135. Also, das wird ein nicht uninteressanter Tag. Die großen Events, die kommen am Mittwoch. Heute ist aber ein bisschen Nervosität wohl in den USA wieder angesagt. Ich wünsche das Allerbeste. Bis dann. Ciao.